10. Juni 2022. Hier haben wir einen kriechenden Kaktus. Humilis. Und der hat einen schönen Ableger, den wir hier gerettet haben, gebildet. Und den werden wir jetzt einsetzen. Was machen wir da? Hoppale, ein Regenwurm. Den brauchen wir nicht. Der kommt zur Feige. Ein kleines Gefäß. Das haben wir wieder mal unten mit Vlies sauber gemacht. Und jetzt ganz wichtig für Kakteen. Die brauchen einen nährstoffarmen Boden, haben wir hier groben Flusssand. Das kommt dann mal das unterste der Drainageschicht hinein. Und schön verteilen, damit das alles an Ort und Stelle bleibt. Und jetzt mixen wir uns ein schönes Substrat. Wie mixen wir das? Kommt mal mit, wir nehmen uns zuerst einmal unseren treuen Kübel. Und dann schauen wir, was wir hier alles haben. Hier haben wir mal als erstes groben Sand. Da nehmen wir eine Hand. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir Calciumcarbonat, Naturkalk, CaCO3, das kommt hinzu. Ein bisschen Urgesteinsmehl, die Abbas, das hellgraue Zeug, das kommt auch rein. Und hier haben wir abgelegene Komposterde mit Liadren, was wir auch hier drinnen haben, gebrochener Blähton, und das mixen wir auch dazu. Das ist dann schon mal ein sehr gutes Startsubstrat. Ein bisschen wenig, dann kommt noch eine Hand Sand, eine Hand Sand und ein bisschen vom Kalk und der Erde und den schönen Schül. Hier aber so, es kommt noch eine Hand, eine Brise Phosphor und Kalium dazu. Und das Ganze wird dann schön vermengt. Ideal sind da mindestens 2/3 nicht organisches Substrat, Stein, Blähton, was auch immer. Das kann man schön mit dem vermengen. So, dann schauen wir weiter. Hier haben wir noch ganz nährstoffarmen Weißdorf mit Perlit. Das ist ganz leicht, das geben wir auf die andere Seite und mixen das wieder mit unserem groben Sand, ein Bündchen und ein bisschen Liadren-Blähton. Das wird nämlich unser Untersubstrat ein bisschen nährstoffreicher für die Wurzeln hier Kakteen. Da brauchen wir noch ein bisschen Sand und bisschen Naturkalk und dann nochmal das graue Zeug, die Abbas Urgesteinsmehl. So, das kommt jetzt hier mit und wird noch schön vermengt. Dann schauen wir mal, wenn der Ableger bleibt vom Kaktus an. Das schaut. So, was ist? Hier haben wir es. Alles gleich hinein. Mal ein bisschen sauber da unten. Einen Dreck machen. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Schutzvorrichtungen nehmt. Beim Kaktus im Topfen. Da haben wir schon die. Das war richtig. Kann man nicht ganz vorbeikommen. Ah, den langsam rausrieseln lassen. So, dann haben wir ihn. Lassen wir uns an den Dornen stechen und Häser. Hier haben wir die Wurzeln. Humilis kriechend lateinisch. Dann stellen wir das mal ab. Und hoffen, man sieht hier alles. Ja, ist gut im Bild. Und wir haben mal vorsichtig das Kronsubstrat hineingeben. Dann haben wir unseren Kaktus wieder. Das ist nicht ganz so langweilig wird das Video. Da füllen wir das einmal bis zur Hälfte an. So, bis zur Hälfte locker anfüllen.
Und dann mischen wir es mit dem nächsten Substrat. Dann machen wir das Fließkorn zur Seite. So. Das kommt bis fast ganz oben hin. Machen wir das ganz locker, schütteln. Und jetzt wieder vorsichtig hier in die Vertiefung gesetzt. Ganz vorsichtig mit den Wurzeln nach unten. Aber ein bisschen mehr. Hier haben das Ganze und hoffen, dass der schön in Position bleibt und anwurzelt. Dann kommt das restliche Substrat vorsichtig hinten drauf. Da kann man dann wieder Flusssand vornehmen. Vorne hinunter zur Unterstützung. Die Pflanze soll dann nicht verrutschen. Und dann wird wieder geschüttelt. Und das Substrat, was zu viel war, kann man dann wieder abtragen. Da steht ein Sternchen, das mal drinnen. Da. Angießen wollen wir heute nicht, weil es sehr feucht ist. Und das war es auch schon wieder. Nährstoffe benötigt auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, das Video, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. So, hier haben wir unseren anderen. Der ist ja wirklich schon die Mutterpflanze. Schön groß geworden. Die Früchte. Können wir mal probieren? Nein, noch nicht. Aber hier können wir auch gleich ein bisschen Substrat wieder hineingeben, sehe ich gerade. Werden wir aber nur ein bisschen Kalium und Phosphor als Dünger da vorsichtig am Rand verteilen. Und wir sehen ja schon, die Pflanze wächst da schon. Hier wäre natürlich ganz gut ein Löffele und eine Hand. Groben Sand haben wir hier und decken das Ganze zu. Können wir natürlich ein bisschen Naturkalk hinzugeben. Das machen wir auch noch. Und hier passt Urgesteinsmehl. Und das war's. Kriechender Kaktus. Bald, euer Jakob.